So, ihr Lieben, es geht hier weiter mit Master of Magic. Gucken wir mal, hier ist ein Magier fertig geworden. Ein Pickchen hier wollten wir hier drin lassen. Wieso haben wir eigentlich noch ein Gebot hier? Weiß ich jetzt gar nicht, aber dann bewegen wir den hier schon mal in diese Richtung, Richtung Hastingland. Und der Magier kann sich hier in die unsere Sammeltruppe Armee hier oder dahin in die Richtung schon mal bewegen. Wir haben hier noch was fertig gebaut, okay. Ja, das ist da zum Schutz. Hier ist auch noch eine fertig geworden, auch zum Schutz. Bergmannsgilde wurde hier in Mossok fertiggestellt. Danach kommt noch ein Gnollschwertkämpfer und dann passt es auch, okay. Passt. Die Waffenmeistergilde ist hier fertig geworden. Riverland, dann habe ich einen Hochmenschenpriester in der Warteschlange. Paladine können wir hier auch bauen, das heißt, das bringt Forschung. Wir machen erstmal Paladine. Wir können hier keine Magier eigentlich gebaut werden. Der Turm fehlt, oder was? Zauberergilde. Kann aber erst gebaut werden, wenn die Uni fertig ist, okay. Aber, Uni kann ich doch hier. Doch, da ist die Uni. Ah, okay. Vergesst das. blöd. Denn doof. Dann machen wir das doch so, dass erstmal der Priester gebaut wird, sicherheitshalber, dann die Uni und dann Paladine und dann sehen wir weiter. So, hier ist noch ein Hellebard hier fertig geworden. Hier bauen wir noch ein paar Wolfsreiter. Wunderbar. Hier ist ein Bogenschütze fertig geworden. Da ist ein normaler Bogenschütze sicherheitshalber auch schon drin. Sehr gut. Und ein paar Einheiten hatten hier Level Ups. So, Bergmannsgilde. Mir ist aufgefallen übrigens, dass Level 3 das maximale Level Up ist für normale Einheiten. Das heißt, die können sich danach gar nicht mehr, kriegen die gar keine Experience Points mehr dazu. Ja, ist schade, aber ist halt so, ne? So, Armee bewegen. Du sollst. Ah, die wollte ja nicht abgreifen. Da muss ich mal vielleicht nächste Runde mal hoffentlich dran denken. Ich würde mal einen Schluck trinken, während sie sich hier bewegen. So, die People hier sind am Start und die können sich schon mal hierhin bewegen und dann in der nächsten Runde eventuell unsere Stadt zurückerobern. Über die Berge ist es natürlich ein bisschen doof. Ich hoffe, dass der hier nicht noch mehr erobert in der Zwischenzeit. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Truppe, die kann die Stadt hier mal angreifen. 100% geringe Verluste, ja wunderbar. Haben die der Bestienzähmer, Wildschweinreiter und Goblin-Sperrkämpfer. Ja, dann befehligen wir das mal selber und gucken wir mal, ob wir eventuell die minimalen Verluste eventuell auch oder die geringen Verluste. Uiuiui, da schießt da schon mal mit zwei Feuerbällen. So, liebe Leute, es geht weiter. Ich habe hier versehentlich irgendwie auf den Button gedrückt und habe die Aufnahme leider gestoppt. Jetzt sind wir wieder da. Der Gegner hat hier ein paar Ratten herbeigezaubert, was nicht so schön ist. Ja, was sollen wir denn machen jetzt hier? Also erstens mal müssen wir unser Katapult heilen, ne? Eieiei. Also Katapultski, der soll mal hier die Ratten hier vernichten. Jawohl. Diese doofen Ratten, ey. So, die Bardin ist auch schon beschädigt. Dann sollen die anderen Ratten hier auch mal angeschossen werden. Und der Priester soll auch mal draufballern. Immerhin ein bisschen Schaden verursacht. Ja, der Gegner hat uns direkt in der ersten Runde unseren Magier rausgenommen. Nicht so schön. Die Paladine wollen mal die blöden Ratten mal angreifen. Da unten weg sind die. Immerhin. So, Hirschkäfer. Die Ratten können nicht angegriffen werden. Die Wildschweinreiter, die können wir. Die Bestienzähmer kann da auch angreifen, oder was? Seit wann kann der Hirschkäfer die fliegen doch, oder nicht? Okay, ja, immerhin. Wolfsreiter kann. Was kann der angreifen? Wir nur die. Schweine oder die Schweinsreiter, gleich mal noch ein zweiter Angriff hinterher. Okay, war jetzt nicht so erfolgreich. Die Bardin kann ja leider nicht schießen, die kann aber hier auch schon mal drauf klatschen. Ordentlich Damage, jetzt sind die weg, die Schweine. Die Schwertkämpfer können nichts großartig machen und dann war es das auch für die Runde. Schauen wir mal, ob wir hoffentlich. Nein, jetzt greifen die Priester an. Okay. Die kriegen auch nochmal Damage hier, Gott sei Dank nicht so viel. Sehr gut. Die schließen auch nochmal, okay.
Und die blöden Ratten sind halt noch in Action hier, ne? So, wir müssen jetzt irgendwie unsere Wolfsreiter schützen. Heilung auf die Wolfsreiter bitte. Kommen erstmal die Fernkampfeinheiten. Katapult erstmal auf den doofen Ratten. Der Priester soll auch mal da drauf ballern. Bogenschützen sollen mal da drauf ballern. Ja, da wir keine Magier haben, die wirklich sehr stark waren, auch schade. Sind aufgegangen. Gucken wir mal, ob wir die Ratten wegkriegen, wenn es ist ja wunderbar. Können wir hier noch irgendwas angreifen? Noch nicht. Nicht dahin bewegen, so die Hirschkäfer greifen mal hier. Diese greifen an hier. Und gleich nochmal. Die Wolfsreiter können die nicht angreifen. Die können keinen angreifen hier, nur die hier, ne? Ja, dann sollen die da mal Action machen. Und die haben ordentlich Schaden gefressen, wie ich sehe. Die Bardin kann aber die hier angreifen. Jawohl. Die Schwertkämpfer gehen sich mal ein Stück mal nach vorne. Ja, die Schwertkämpfer sind hier so ein bisschen useless. Oh ja, jetzt sind unsere Priester fast down. Ich hoffe, dass sie noch überleben. Ich muss die dringend heilen. Okay, die haben ordentlich Damage gefressen. Sehr gut, die Wolfsreiter leben sogar noch. Ich will erstmal unsere Priesterchen hier retten. So, weil die auch Fernkampf können und so weiter. Das heißt, die können die Gegner auch anschießen. Also erstmal wollen wir den hier wegkriegen, oder? Das kriegen wir mit der Bardin hin. Jawohl. So, und dann hier mal drauf schießen, bitte. Und die Katapulte auch gleich. Beziehungsweise auch den Priester. Und die machen einen guten Damage. Und die Katapulte auch nochmal. Naja, geht. Die können den leider nicht mehr in Nahkampf verwickeln. Paladine können allerdings auch nicht in Nahkampf, ne? Ja, dann kriegen wir die hier mal weg schon mal. So, und die Hirschkäfer können Gott sei Dank immerhin die fliegenden Viecher da angreifen. Und die hier können nichts mehr machen. Können hier leider nicht angreifen. Können ihr wenigstens das Tor beschädigen oder sowas. Jawohl, immerhin. Sollen die mal da reinlaufen. Haben wir noch zur Verfügung nichts mehr. Die Runde ist vorbei. Jetzt schießt er weiterhin. Eieiei, der schießt hier die ganze Zeit. Also ich hoffe, dass wir keine Einheit mehr verlieren. So, erstmal heilen wir die Katapulte sicherheitshalber nochmal. Bam. Und die Katapulte sollen mal hier drauf ballern. Ah, leider haben die nichts gemacht. Priester. Mist, die Priester können nicht mehr schießen, oder? Die können nicht mehr schießen. Also die Priester sind total useless momentan. Können gar nichts mehr machen. Die Hirschkäfer könnten aber hier nochmal angreifen. Und nochmal, jetzt sind die weg. Und dann kann ich mit dem Bogen schützen, weil die jetzt nicht mehr im Nahkampf sind. Auch hier nochmal draufballern. Sehr schön. Und die hier, was können die hier machen? Gar nichts können die machen. Die auch nicht. Okay. So. Und die hier können tatsächlich gar nichts machen, ja. Gibt auch keine Punkte, oder sie mal einnehmen kann oder sowas. Nee. So, und die Schwertkämpfer können ja auch nichts machen. Und sie ist. Sie kann hier noch angreifen scheinbar. Okay. Aber hat leider keinen Schaden verursacht. Damit sind wir auch schon wieder durch mit der Runde. Ja, jetzt wird hier wieder alles geschossen und so weiter. Okay, der ist wenigstens fast down. Da haben wir da noch einen. Die können sich ja immerhin verteidigen, das können die machen. Also werden die hier mal so ein bisschen den umzingeln. Die Wolfsreiter sind schon fast down. Lass dich mal dahinter. So, und die können hier erstmal schießen. Hoffentlich kriegen wir den down hier. Katapult kann auch nicht. Doch, der hat nur drei. Wieso kann der nicht schießen hier? Er kann tatsächlich ja nichts machen, der Priester, ne? Wieso kann ich den Katapult nicht nochmal draufballern hier? Ach, weil er sich schon bewegt hat. Vergesst das, ich habe die Bogenschützen fehlen noch. Natürlich. Okay. Hier geht dahin, so. Und die Hirschkäfer können hier nochmal draufballern. Jawohl. Und die Bardin kann hier vielleicht nochmal den angreifen. Und dann hätten wir es fast geschafft.
Jawohl, ordentlich Damage verursacht. Die können nichts machen, die sollen umzingeln. Und das sind die letzten Truppen. Dann machen wir die nächste Runde. Hoffentlich überlebt noch was hier. Ah, Gott sei Dank. So, die kriegen nochmal ein bisschen Damage. So, könnt ihr da drauf schießen, immerhin 10%. Ich könnte mir aber ein bisschen vorbewegen und dann schießen wir vielleicht sinnvoller, ne? Sehr schön. Die Hirschkäfer kommen da leider nicht ran und die anderen können nicht angreifen. Das heißt, die ist die einzige, die hier noch angreifen kann. Und sie hat es geschafft. Ah, das war knapp. Wir haben Priester verloren. Die Priester haben wir verloren, Mist. Und auch die Magier haben wir verloren. Haben wir behalten natürlich diese Stadt. Und da haben wir Goblins scheinbar, okay. Bei der Hoheit. Einer eurer Widersacher hat seine Festung verloren und wurde gebannt. Er musste... Ach, das war seine Hauptstadt. Okay. Er muss den Zauber der Rückkehr sprechen. Und bis er das getan hat, kann er keinen anderen Zauber einsetzen. Vielleicht solltet ihr seine Verwundbarkeit ausnutzen. Ich wusste gar nicht, dass das seine Hauptstadt war. Ja, wunderbar. Hier haben wir ein Level Up vom Wolfsreiter gekriegt. Und hier müssen wir dringend was bauen. Wir haben plus 5 Nahrung. Das heißt, wir können hier sogar noch mal einen reinklatschen. Und wir bauen hier ordentlich. Was bauen wir denn hier? Bestienzähmer und so weiter. Ein Bestienzähmer wäre nicht schlecht, ne? Der kann ja fliegen und so. Das sind super, die Dinger. Druiden. Fernkampf. Können sogar Kriegsbären zur Unterstützung herbeirufen. Ja. Oh, super. Wildschweinreiter. Elite-Kavallerie. Bla bla bla. Ja, die sind jetzt, ehrlich gesagt, nur 4. Stärke haben die, die baue ich jetzt mal nicht. Siedler, Schamanen. Fernkampf. Die sind nicht so stark. Da sind die Druiden schon weitaus stärker. Bogenschützen sind auch total schwach. Kampfgeschosse abfeuern können. Ja, okay. Nee, dann bauen wir mal Bestienzähmer und noch so ein. Auch nicht die hier, genau. Sondern Druiden nochmal. Und dann bauen wir die Architektenhalle hier. Dann wäre, glaube ich, das auch schon fertig. In 2 Runden haben wir so ein Bestienzähmer. Wunderbar, dann können sie sich schon mal erholen. Und hier sind aber ein paar Truppen schon in der Nähe, die uns eventuell angreifen werden in der nächsten Runde. Das passt schon. Hier ist ein Zauberknut mit 32. Wow. Okay. So, ihr seid hier schon vollständig versammelt. Dann geht ihr mal mir ein Feld weiter. Und den Bogenschützen stellen wir mal dahin. Haben wir hier einen Paladin schon drin? Nee, aber Wolfsreiter. Kann der Paladin sich hier auch anschließen? Dann haben wir hier auf jeden Fall eine vollwertige Einheit für den Helden. Können wir denn hier rausbewegen? Hier haben wir 2 Priester. Das heißt, ein Priester kann mal dahin gehen. Kann er sich nicht mehr bewegen oder was? Nee. Okay, dann passt das schon so. Armee bewegen. Dann in der nächsten Runde eben. So, hier ist ein Hirschkäfer, den wir nachgeschickt haben, sicherheitshalber. Der soll er sich mal bewegen hier bitte. Dann gehst du auch mal ein Feld nach vorne, das passt schon. Hier haben wir, okay, der soll die Stadt schützen. Den Bogenschützen bleibt hier stehen. Und dann können wir den Zug beenden, liebe Leute. Das war jetzt eine ordentliche Schlacht. Haben wir 2 Einheiten verloren. Eigentlich müssen wir unbedingt einen Priester nochmal in den Untergrund schicken und auch einen Magier. Guck mal, ob ich hier eventuell was rausschicke. Da kommt noch eine fette Armee auch noch hinterher. Und hier ist auch noch ein 9er. Okay, also ich weiß nicht, ob unsere Leute sich da verteidigen können da in der Stadt. Mal schauen. Jetzt greifen die uns wieder an hier. Den habe ich vergessen wegzuschicken hier. Okay, der ist gestorben. Läuft mehr schlecht als recht. Wir haben 2 Städte verloren. Jetzt haben wir das auch noch verloren da. So, bevor ich es vergesse, schicke ich schon mal einen Priester und einen Magier hier in den Untergrund, damit die unsere Armee hier weiter verstärken. So, und der Klakon-Schwerkämpfer, der da unten im Untergrund ist, der ist halt nicht so gut. Den werde ich wahrscheinlich hier entlassen und werde oder als Schutz hier da lassen und werde eben diese neu gebauten Einheiten dann benutzen. Also, was haben wir hier? Kellebad hier haben wir hier, okay. Der kann mal da bleiben, das ist kein Problem. So, wartet mal, ich wollte noch mal schauen. Hier wird noch der Bauernmarkt und so weiter gebaut, okay. Passt schon, passt schon, passt schon. Hier könnte man noch einen Wolfsreiter bauen und dann machen wir Handelswaren. So. Das ist in Ordnung.
Und Knollschwertkämpfer ist hier fertig geworden. Können die auch hier so einen Wolfsreiter bauen? Genau, und dann erst die Handelswaren. Dann ein Priester ist fertig geworden in Riverland. Wunderbar. Warte jetzt mal. Ich habe so schnell weggeklickt. Hier wird noch eine Uni gebaut und dann Paladin. Perfekt. Also hier haben wir einen Priester. So, der Priester, der wird gebraucht. Den können wir tatsächlich auch schon mal in den Untergrund schicken, oder? Wo ist der Untergrund? Jetzt blind? Ah, hier. Genau, dann soll der mal schon mal Richtung Untergrund gehen. Hier ist noch ein Bogenschütze fertig geworden. Dann kommen noch zwei Wolfsreiter. Passt. Hier ist ein Hirschkäfer fertig geworden. Hier ist ein Sägewerk fertig geworden. Okay, da ist noch einiges im Bau. Wobei, den breche ich mal ab. Machen wir mal ein bisschen schlauer. Das hier kommt auch noch nicht. Da ist ja kein Gegner in der Nähe, das heißt, wir können hier erstmal ordentlich auf die Produktion draufhauen. Forschung, Nahrung, okay. So, die Forschung kommt dann später. Das auch, dann machen wir erstmal Nahrung, dass die Stadt hier auch schnell wächst und ordentlich was abwirft dann. Und hier ist noch ein Hellebardier fertig geworden, jetzt sind wir hier schon bei Handelswaren. Hier werde ich aber auch erstmal einen Wolfsreiter bauen und dann erst die Handelswaren. Ups, hab ich vergessen. Okay, das heißt, nächste Runde kriegen wir ordentlich Geld. Jetzt haben wir minus 13. Also sollte das nächste Runde besser aussehen. Und hier haben wir eine beschädigte Galeere. Ich weiß nicht, ob die sich auf dem Wasser erholt. Ich lasse die einfach mal stehen. Nächste Runde. Und hier haben wir die beschädigten Einheiten. Die haben sich immerhin schon mal ein bisschen erholt. Allerdings ist hier auch schon mal was Starkes unterwegs. Und hier sind auch nochmal People unterwegs. Und hier sogar ein Held unterwegs. Eieiei. Der hat Gott sei Dank nicht ganz so viel Erfahrung. Er hat einen Zauberer, also ein Hexer zu sein, okay. Okay, immerhin ist er nicht ganz so erfahren. Und seine People auch noch nicht. Hoffentlich halten wir es noch hier aus. Wenigstens bis hier der Westenreiter unterwegs ist. Bin ich mal gespannt. So, hier, der hier hat hier eine Straße fertig gebaut. Da kann er sich mal dahin bewegen. Da eine Straße bauen. Armee bewegen. Haben wir noch eine andere Armee? Ja, hier ist ein weiterer Wachmeister fertig. Okay, dann soll der mal hier mal eine Straße bauen. So, was haben wir hier noch? Nur noch die Armee? Nee. Ah, hier gibt es schon eine Straße, okay. Der wollte hier eine Straße bauen nach Norden. Dann bewegst du dich dahin und baust da die Straße dann eben. Und nur noch die Armee, nee, die Hirsch gibt. Ach, die Armee ist auch fertig. Okay, die kann sich bewegen. Und eventuell in der in dieser Runde. Direkt unsere Hauptstadt. 100% unberührte Verluste. Ich werde mal den nicht selber kämpfen. Perfekt. Ein bisschen Schaden eingefressen, aber ansonsten haben wir die Stadt ja zurückgerobert. Ja, Gott sei Dank. So. Hier bauen wir. Was bauen wir denn hier? Erstmal eine Kornkammer. Dann bauen wir am besten am Bogenschütze und Schwertkämpfer sicherheitshalber. Dann bauen wir hier weiter. Waffenkammer ist in zwei Runden fertig. Okay. Nehme ich mal ausnahmsweise mal schneller dran. Nahrungsproduktion. Und dann passt es auch schon. Die erholen sich hier. Woher? Wo ist denn der Schaden hin? Ich dachte, die hatten Schaden gefressen. Die bleiben erstmal eine Runde hier. Habe ich noch eine Armee zum Bewegen. Ja, die hier können mal hier bewachen gehen. Immer noch die Truppe ist hier auch ready, die kann auch die Stadt angreifen, wunderbar, auch 100% Siegchance. Ja, dann schicke ich auch mal einen Vertrauten hin. Erobert. So, jetzt haben wir drei Städte erobert, Leute, in dieser Runde, also ordentlich zurückerobert. Wir gucken wir auch mal, was wir noch schnell bauen können, bevor wir Lust machen für die Folge. Erstmal hier erstmal Schwertkämpfer, Bogenschützen, bisschen Verteidigung, dann bauen wir die Bibliothek, den Schrein und den Marktplatz und dann passt das. Jetzt übernachten hier in der Runde auch nochmal und dann bewegen wir uns hier Richtung gegnerische Armee. Haben wir hier schon Verteidigung? Ja, wir haben ein bisschen was, wir könnten eventuell das schaffen. Ja, schaut doch gut aus, liebe Leute. Und hier werden wir nächste Runde entscheiden, in der nächsten Folge, ob wir hier was machen oder nicht. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Ciao.